wusste gar nicht, wie anstrengend New York sein kann. Wenn ihr mich begleiten wollt auf einem kleinen 15-Kilometer-Spaziergang, quer durch Midtown, Manhattan, New York bis Flatiron, ein bisschen fotografieren, ein bisschen filmen, ein bisschen New York-Atmosphäre wieder einsaugen, dann schaut euch das Video an. Mit vielen Bildern hoffentlich und vielen bewegten Bildern. Einen wunderschönen guten Morgen. Bang! Nebel hängt über dem Hudson Valley. Ich bin in Peekskill am Bahnhof. Wir haben 7.40 Uhr, gestern Abend um 0 Uhr ins Bett. Aber ich will natürlich keine Minute New York verpassen. Zumal ich heute Abend, lassen wir dir aber aussprechen. Also, jetzt wisst ihr auch, dass Rauchen verboten ist hier auf dem Bahnsteig. Anyway, wie gesagt, ich will keine Minute von New York verpassen. Und heute Abend treffe ich mich wieder mit Holger hier im Hudson Valley in Krautenhamen. Da gibt es eine kleine eine Veranstaltung, Live-Musik in der Kneipe. Und deswegen werde ich jetzt um 7.40 Uhr mit dem Zug wieder rein nach New York fahren. Und heute steht eigentlich unter dem Motto, einfach treiben lassen. Treiben lassen, fotografieren, ein bisschen ein paar Eindrücke sammeln, hauptsächlich fotografieren, würde ich fast sagen. Und einfach an Stellen mich setzen und keinen Stress machen, um einfach noch ein bisschen wieder das New York-Feeling aufzusaugen. So ein bisschen die Stadt aufzusaugen. Heute ist übrigens ein Wärmerekord unter Umständen in New York. Und zwar jetzt merkt man noch nicht allzu viel davon, hier auf jeden Fall nicht. 61 Grad Fahrenheit, das hätte es, wie gesagt, das wäre der wärmste Februartag seit Aufzeichnung. Anyway, aber ihr seht im Hintergrund, der Hudson liegt noch ein bisschen im Nebel und ich warte auf den Zug. Wir fahren mal rein nach Grand Central, dann irgendwo was frühstücken, gemütlich einen Kaffee trinken und zwischendurch immer mal melden und wahrscheinlich wird es dann zwischendurch auch immer mal ein paar Bilder eingeblendet geben oder auch ein paar Aufnahmen, ein paar bewegte Aufnahmen von der Fuji. Werde ich wahrscheinlich so machen, dass ich einfach so ein bisschen Leben in New York, so einen stinknormalen Samstag einfach dokumentiere. Mal vielleicht in Central Park gehe, Public Library, all diese Plätze da. Allerdings werde ich es auch nicht übertreiben. Wie gesagt, man kann natürlich alles an einem Tag machen und ich habe ja eigentlich alles schon irgendwo gesehen. So Leute, auf Zuchtgut, ab in den Zug, nochmal eine Stunde reinfahren. Übrigens, als Info, das kostet hin und zurück $27 von hier und lohnt sich durchaus, wenn man hier ein günstiges Hotel kriegt, dass man vielleicht nicht in New York übernachtet. Man muss halt diese Stunde Zugfahrt halt immer auf sich nehmen. Muss man überlegen. Man hat einen freien Parkplatz hier, wenn man im Auto unterwegs ist. Also gut, das Hotel ist jetzt nicht der Kracher, wo ich bin. Da zeige ich euch vielleicht später noch was von. Aber wie gesagt, es ist eine Alternative, nicht in New York abzusteigen, sondern einfach hier außerhalb und dann mit dem Zug reinzufahren. Also, los geht's. Angekommen, Grand Central Terminal, werde ich mich jetzt mal hier so ein bisschen rumtreiben, ein paar Bilder machen.
ich werde auf jeden Fall jetzt, ich habe ja jetzt hier dieses 18300 drauf, das Tamron auf der Fuji X-T5. Das ist eigentlich ganz okay hier, so als Reisezoom draußen, aber wenn ich jetzt ein bisschen Street machen will, dann mache ich das 23 mm F2 von Fuji drauf. Das ist halt auch so ein Objektiv, was schön klein und kompakt ist und was ich im Grunde genommen liebe. Nachher werde ich auch noch mal das Tamron 11-20 drauf machen, um hier mal so ein bisschen mal zu checken mit dem Weitwinkel, ob ich ein paar schöne Aufnahmen vom Empire State Building machen kann. Also wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen Street hier rum. Das packen wir mal schön hier rein. Bisschen Street und dann gehen wir mal so Richtung Public Library. Wird auch noch ein bisschen Street gemacht und dann mache ich da mal eventuell das Weitwinkel drauf, um dann mal so ein bisschen Architektur zu machen, Empire State Building und so ein Kram. Also, los geht's! Comfort Diner in Midtown Manhattan, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr einen guten Diner sucht, Comfort Diner. Und ich gönne mir ein kleines mexikanisches Omelett zum Frühstück. Ich zeige euch das mal. Moment. Da muss ich erstmal für runterschwenken. So, da ist es. Mexikanisches Omelett und ein Kaffee. Und es ist wie immer ziemlich busy hier. Ich war schon ein paar Mal hier und wenn ihr von Grand Central schnell in Diner sucht, seid ihr hier sehr, sehr gut aufgehoben. Comfort Diner in Midtown Manhattan. Also, jetzt erstmal guten Appetit. Ja, Freunde, das war ein opulentes Frühstück. Mexican Omelette mit Cheese und allem drum und dran. Aber das brauchte der Frankie jetzt, nach dem etwas feuchtfröhlichen Abend gestern. Und jetzt gehe ich mal die 42. Straße hoch, so Public Library, Bryant Park. Ich denke, ich werde mal kurz einen Abstecher in den Central Park machen und so Radio City Music Hall und so weiter. So ein bisschen einfach rumlaufen, ein bisschen knipsen, immer noch hier mit der Fuji X-T5 und dem 23 mm. Showing
show. Call for your cum, I be checking through the peephole. Only thing showing this late be the freak show. Call for your cum, I be checking through the peephole. Everything closed this late, but your contact. Here to catch a vibe, you might catch a little contact. Baby, live it up, you know the work week coming. Turn it into profit, so the hurt means something. Shine on the competition, shawty, that's easy. Cuban on the collar, so the next day freezy. Fresh white tea, ain't good, no stains. Swinging in a rental, got it hogging both lanes. Quarantine clean, but the street's still dirty. Round to the nine, if it's past 8:30. I've been on my grind like I'm tryna get sharp. It ain't come with keys, all I did is hit start. I ain't even planning, but it is still. Car full of baddies, got me playing fifth wheel. Juke jammer, baby, got the party going up. I do what I wanna, I don't plan on growing up. See you slamming Henny and don't plan on slowing up. Call your boss and tell him you don't plan on showing up. Lungs full of gas with a handful of goals. Boys in a band, get a band for the shows. Stack it up tall till I stand on my toes. Come and get your man, he'll stand for the. I been on M's, got him hopping on D. Tell the bartender, get it popping on me. Know they see the vibe and I came up quick. See around the city on the same old. I've been really working and it's steady, got me buzzing. I've been getting money, now I'm everybody cousin. Waffle House run and it's back to the bed. Hit it from the back, pulling tracks from your head. Only thing showing this late be the freak show. Call for your cum, I be checking through the peephole. Everything closed this late, but your contact. Here to catch a vibe, you might catch a little contact. Sehr schön, wunderbar. Und nochmal hier so ein rüber. Zack. Jero, kleiner Zwischenbericht. Ich bin an der Public Library, 42. Straße, Bryant Park. Und das macht so einen Spaß, hier Streetfotografie in New York zu machen. Das ist einfach herrlich. Das ist wie Heimkommen. Die Leute sind so entspannt. Ich war eben Pizza. Also in so einem Pizzaladen oder am Pizzaladen vorbeigelaufen, da waren die Jungs so Kartons am Stapeln. Da habe ich einfach mal kurzes Handzeichen gegeben, da habe ich rein fotografiert, die, ja, alles klar, wir sind cool. Dann hier mal ein paar Mitzieher geübt hier von so einem New Yorker Taxi. Da muss ich allerdings vielleicht gleich nochmal zur Radio City Music Hall gehen. Jetzt gucke ich mir mal den Bryant Park an, wie es da aussieht. Und lauf einfach mal Rockefeller Center, Radio City Music Hall, vielleicht Times Square nachher. Und werde aber sicherlich nachher auch das Weitwinkel mal drauf machen, also das 1120. Aber diese 23 mm, die sind hier ideal. Ich habe ja auch 40 Megapixel, kann ein bisschen reinkroppen. Und das Wetter, naja, es ist halt riesig. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Sonne, aber ach, am Ende des Tages, wir sind in New York und ich dokumentiere für euch ein bisschen die Straße hier auf New York und mache hiermit auch ein paar Aufnahmen. Wie gesagt, hier so, kann ich mal kurz sagen, kann ich auch auf Video, genau, Videoaufnahme hier von dem Pocket, der mich gerade filmt. Und da seht ihr dann, wenn ich da hochgehe, so, dann ist das auch hinten wieder scharf. So, genau. Also wie gesagt, ich habe jetzt auf Single-Auto-Foto steht. Aber wie gesagt, coole Geschichte. Wir ziehen mal weiter und ich melde mich immer mal mit dem Pocket 3 und mache aber die hauptsächliche Aufnahme mit der XT5.
front row, kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this more like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. This is our jam. Let's go. Let me break it down right quick for my haters, my dictators, and bad raiders. Since you never seem to get it right no more, then right no more. Kick back your feet and watch your back from perpetrators. My game's strong in my Range Rover. I got the blackjack juice and my racks off the roof. And you see the SUV rolling up next to me, old enough to take you over Sesame. Remember, back when I was a kid, all I did was stroll back from the cold over South Bridge. My mama told me. Ja, ratet mal, wo ich bin. Vom Apple Store, Fifth Avenue, und ja, wir haben alles auf Vision Pro ausgelegt. Ich wechsle jetzt mal das Objektiv und gehe mal auf die Weitwinkel, auf das Tamron 1120 und guck mal, was ich hier so Central Park, in Central Park gehe ich jetzt auch noch mal, kleine Pause machen, und guck mal, was ich noch so an Architektur hinkriege, und dann geht es so Richtung Empire State Building, Flatiron, und dann würde ich auch sagen, da habe ich wieder genug Kilometer auf der Uhr. Was noise over my Nintendo, but when you get the chance to go up in this life, make sure that you take it, never ever think twice, yeah. And if you wanna get higher, pick up the mic and get to rapping, cause you're never getting higher. Yeah, in the front row, kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this more like I don't even know where I am. Ooh baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. In the front row, kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this more like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat, let's zone, cause this is our jam. This is our jam. When I reminisce over you, my lordy, rest to make way for my newfound shorty. Check in the mic for ligaments while I reckon. Same time came out the womb while recording. All I ever did was make jokes out of suckers. Told them about the life that I live, mad ruckus. But if you never seen a grown man rock jewelry like me, jealousy be coming over you, then you bite me. All these other people, they be coolin' just like me. Talking about the homies and unusually right me. Yeah, my crew is off the roof, and I told her not to brag about the cool. Even though it's new, yeah, even though it's new. Yeah, in the front row, kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this more like I don't even know where I am. Ooh baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. This is our jam. Flatiron Gebäude ist immer noch eingehüllt in, ja, seit 3 Jahren sind die am Renovieren. Ich werde jetzt über den Times Square zurück Grand Central gehen und dann auch den Photowalk so langsam ausklingen lassen. Bin so bei 15.000 Schritten im Moment, also da werden jetzt noch 5.000 draufkommen. Und dann geht es wieder zurück ins Hudson Valley. Heute Abend gemütlich mit Holger noch eine Pizza essen und ein Bierchen trinken, ein bisschen Musik hören. Und wir hören es aber gleich nochmal in Grand Central oder auch am Times Square nochmal ganz kurz für ein kleines Schwätzchen.
Times Square darf natürlich nicht fehlen. Aber ganz ehrlich, das ist so Streetfotografie am Times Square ist auch eher, ja, da würde ich gerne mal hin, wenn es frisch geregnet hat. Und zwar dann nachts um 2 Uhr, wenn es hier schön leer ist und dann einige Spiegelungen gibt. Wir werden jetzt, ich werde jetzt zurück zu Grand Central gehen, 42 Straße runter, vielleicht noch ein paar Shots machen und dann fahre ich zurück ins Hudson Valley, um mich auch weiter zu treffen. Wir machen einen Deckel drauf. Ich bin wieder bei Grand Central angekommen. Das war ein wunderbarer, lockerer 15 Kilometer Spaziergang durch New York mit hoffentlich ein paar schönen Bildern. Und während ihr hier den Westeingang, ja, ich glaube, es ist der Westeingang von Grand Central seht, stelle ich mich mal hier irgendwo hin, damit mich keiner über den Haufen rennt. Und zwar hier am besten genau hier hin. Ja. Ich bin gespannt, was für Bilder rausgekommen sind. Ich habe das 23 mm drauf gehabt und das Weitwinkel, das Tamron 1120. Ich denke, ein paar gute Bilder dabei, obwohl wir wenig Wolkenstruktur hatten. Nichtsdestotrotz, für Street hat das doch gereicht, denke ich mal. Ich fahre jetzt zum Zug zurück und dann relaxe ich noch ein bisschen, einen kleinen Powernap und dann geht es heute Abend noch schön ein Bierchen und eine Pizza mit dem Holger. Bisschen Live-Musik und ob es morgen noch einen Vlog gibt, das hängt ganz vom Wetter drauf ab. Ich wollte eigentlich auf dem Rückweg mal kurz in New Jersey vorbei, in Jersey City, um nochmal auf die Skyline von der anderen Seite zu schauen, vielleicht auch ein paar Bilder zu machen, aber ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich wollte aber auch noch mal ein Hotel da auschecken, das eventuell eine Alternative ist, für New York zu übernachten. Wir schauen mal. Jetzt geht's rein. Ich mache vielleicht noch ein paar Bilder an Grand Central. Irgendwie mal gucken, vielleicht knipse ich noch ein bisschen rum. Aber jetzt geht's mit dem Zug zurück, Leute. Macht's gut, haut rein und liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao.